Kedushin, Kapitel 19, Vers 15. Also gestern haben wir ein neues Wochenabschnitt, eine neue Parasha angefangen, Parashat Kedushin. Wie gesagt, diese Woche, okay, das Wort Kedushin kommt aus dem hebräischen Wort Kadosh, heilig, und Kedushin bedeutet heilige Menschen. Denn in diesem Wochenabschnitt geht es darum, heilig zu sein. Heilig zu sein bedeutet vor allem eine gute, ehrliche, moralische und gottesfürchtige Person zu sein. Das Wort Kadosh auf Hebräisch, heilig, kann auch anders oder getrennt bedeuten oder besonders. Denn in dieser Parasha lernen wir alle Gesetze, die uns, das jüdische Volk, anders als alle anderen machen. Was macht uns, das jüdische Volk, besonders? Also gestern haben wir schon sehr viele Gesetze oder Gebote gebracht, wirklich Grundgesetze im Judentum und auch für die ganze Menschlichkeit. Schabbat halten, deine Eltern zu ehren, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, nicht zu betrügen und so viel mehr. Viele, viele Gesetze. Es geht darum, in dieser Parasha eine gute und ehrliche Person zu sein. Also dort haben wir gestern aufgehört. Jetzt geht es weiter in diesem Gang. Noch ein paar Grundgesetze, Gebote im Judentum. Also lasst uns sofort anfangen. Für die, die mitlesen wollen, das heutige Tora-Abschnitt befindet sich im Buch Levitikus, Kapitel 19, Vers 15. Okay, das folgende Gesetz gilt für Richter. Vers 15. Lo tasu avel bamishpat, lo tisa pnei dal, velo tader pnei gadol, bezedek tishpot amitecha. Du darfst keine Ungerechtigkeit im Urteil begehen. Du darfst nicht eine arme Person bevorzugen, wenn zum Beispiel es gibt ein Gerichtsverfahren zwischen einer reichen und einer armen Person und der Reiche behauptet, der Arme schulde ihm Geld, dann soll der Richter nicht zu sich denken, oh, der Reiche hat schon genug Geld, warum sollte er noch 100 Euro brauchen? Was macht er hier im Michigas? Und der arme Mensch hat doch kein Geld, für ihn ist 100 Euro so viel. Also, warum will der reiche Mensch vom armen Mensch? Lass ihn in Ruhe. Er kann es nicht mal bezahlen. Das entscheidest du nicht. Du musst das richtige Urteil machen und das war's. Keine Gnade. Ja, stimmt, dass der Reiche das Geld eigentlich nicht braucht, aber das ist nicht dein Problem. Alles, was du hier tun musst, ist ein korrektes Urteil, eine korrekte Entscheidung zu machen und das war's. Du sollst jede Person mit Gerechtigkeit richten. Sehr wichtiges Gesetz in unserer Zeit für alle, nicht nur für Richter, Menschen fair und ehrlich zu beurteilen. Okay, nächstes Gesetz. Lo telech rachil be'amecha, lo tamod al dam re'echa ani odonai. Vers 16. Geh nicht herum und verbreite falsche Gerüchte über Menschen. Rede nicht schlecht über andere Leute. Sehr, sehr wichtig, wenn du siehst. Noch ein Gesetz. Wenn du siehst jemanden, der vor deinen Augen in einer lebensgefährlichen Situation ist oder einfach leidet und Hilfe braucht, hast du die Pflicht, ihm oder ihr zu helfen. Egal wer du bist, egal wer die Person ist, wenn du jemanden siehst, der in Lebensgefahr ist oder Hilfe benötigt, bist du verpflichtet, dieser Person zu helfen. Wenn es möglich ist, natürlich, alles was du kannst, aber du bist verpflichtet, diese Person zu helfen. Okay, noch ein Gesetz, ein sehr wichtiges Gesetz, Vers 17. Lo tisna et achicha bilvavecha, hocheach tocheach et amitecha, velo tisa alav chet. Du sollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen hassen. Alles, was mit Hass zu tun hat, ist nach der Tora verboten. Auch hier spielt es keine Rolle, wie die Situation ist, wer die Person ist. Hass ist verboten. Noch ein Gesetz, wenn du deinen Freund siehst und ich spezifiziere deinen Freund, jemanden, den du persönlich kennst, und er macht etwas falsch, eine Sünde, musst du ihn zurechtweisen, bis er seine Wege ändert. Aber nochmal, das gilt nur, wenn es ein Freund oder Familienmitglied ist, jemand, den du gut kennst. Aber jede andere Person, wenn du siehst, eine andere Person, die sündigt oder nicht so religiös wie du bist oder nicht so höflich oder ehrlich und so weiter ist, darfst du so einer Person niemals beschimpfen oder anschreien oder was noch immer, weil du weißt nie, was diese Person in ihrem Leben durchgeht. Und vielleicht, wenn du in ihrer Situation wärst, würdest du viel, viel schlimmere Sachen tun. Nochmal, alle diese Gesetze haben damit zu tun, ein gutes Mensch, ein ehrliches Mensch zu sein. Okay, Vers 18, noch ein paar wichtige Gesetze.
Lotti kom, Lotti tor et bnei amecha ve'ahavta le'reacha kamocha ani Adonai. Du sollst dich niemals an jemand anderem rächen. Rache haben. Das ist die schlimmste Sache, die es gibt. Du sollst niemals einen Groll gegen eine andere Person haben. Was bedeutet, wenn dich jemand wütend gemacht hat, er hat dir etwas angetan, sollst du es nicht in deinem Herzen behalten. Wenn du willst, sprich mit jemandem darüber, geh zum Psychologen oder was noch immer, aber sei niemals böse in deinem Herzen gegen jemanden. Das ist von den schlimmsten Sachen, die es gibt. Drinnen zu lassen und nicht darüber sprechen. Jetzt kommt eines der bekanntesten Gesetze der Tora, die Basis der Tora. Rabbi Akiva, einer der größten Rabbiner in der jüdischen Geschichte, in den Zeiten von der Mishnah, sagte über diese Mitzvah, über dieses Gebot, Ze Klal Gadol Batora. Dies ist die Basis der Tora. Wenn du das nicht hast, wenn du dieses Gesetz nicht folgst, kannst du nicht einmal anfangen, die Tora zu lernen. Also was ist dieses Gesetz? Ve'ahavta le'reacha kamocha. Liebe die nächste Person genau so, wie du dich selbst liebst. Die Natur eines Menschen ist, sich selbst zu lieben, auf sich selbst aufzupassen, um sich selbst zu kümmern. So ist es. Es ist normal. Wir kümmern uns um uns selbst. Es ist nicht wirklich die Natur eines Menschen, an andere zu denken, sich um andere zu kümmern, auf andere aufzupassen. Also das will uns die Tora jetzt mit diesem Gesetz sagen. Genau so, wie du dich selbst liebst, genauso wie du dich um dich selbst kümmerst, pass auf die nächste Person auf. Also ich denke, in diesen Zeiten mit dem ganzen Coronavirus kann diese Lektion wirklich auf uns zutreffen. Alle denken jetzt nur danach, wie kann ich mich schützen, wie passe ich auf mich auf. Wir denken viel, viel, viel an uns selbst. Das sind auch diese Hamsterkäufer, die wir alle kennen. Sie denken nur an sich, um das ganze Pasta, das ganze Toilettenpapier im Supermarkt zu bekommen. Manche Leute haben so viel gekauft, dass sie nicht mehr keinen Platz zu Hause für so viel Pasta und Toilettenpapier haben. Aber so zu sein ist unsere Natur, immer an uns selbst zu denken. Aber die Tora lernt uns jetzt in dieser Parasha gegen unsere Natur zu gehen und eine andere Person helfen, sicher zu machen, dass sich eine andere Person gut fühlt. Besonders die älteren Leute, so viele von ihnen, sind so einsam. Sie können das Haus nicht verlassen. Sie können nicht in den Supermarkt gehen und Pasta oder Toilettenpapier nicht mal kaufen. So lehrt uns die Tora, es ist wahr, wir sind in schwierigen Zeiten, wir müssen auf uns aufpassen, aber wir sollen nie vergessen, die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und wir sollen alles, wirklich alles Mögliche tun, um sie zu helfen. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Okay, lasst uns ein bisschen weiter lesen. Vers 19. Et chukotai tishmeru behemtecha lo tarbiya kilayim, sadecha lo tazriya kilayim, ubeget kilayim shatnez lo yale alecha. Noch ein paar Gesetze. Du sollst nicht zwei verschiedene Tiere kreuzen. Du sollst kein Feld mit verschiedenen Samen bepflanzen. Das heißt, auf demselben Feld gibt es Weizen, Gerste, Gurken und Zwiebeln. Das ist nicht erlaubt. Nur Weizen oder nur Gerste oder nur Zwiebeln, aber nicht zusammen im selben Feld. Ein Feld von jeder Sache. Du sollst keine Kleidung tragen, die Sha'atnez ist. Was ist Sha'atnez? Sehr einfach, ein Kleidungsstück, die aus Leinen und Wolle zusammen gemacht wurde. Du kannst zum Beispiel einen Mantel nur aus Leinen oder nur aus Wolle haben, aber niemals Leine und Wolle zusammen mischen. Das ist nicht erlaubt nach der Tora. Jetzt, alle diese Verbote, die wir gerade eben besprochen haben, das genaue Grund für alle diese Verbote kennen wir nicht. Genau wie Koscher essen. Wir haben keinen Grund dafür. Alle diese Verbote gehören zu einer Kategorie von Mitzvot namens Chukim. Mitzvot, die wir nicht verstehen. Wir machen diese Mitzvot, weil Gott es uns so gesagt hat und fertig. Und wir sind sicher, dass Gott natürlich einen guten Grund dafür hat, aber nicht alles müssen wir wissen. Okay, Vers 20, noch ein Gesetz. Es hat ein bisschen mit dem Thema von gestern zu tun, unerlaubte Beziehungen. Wenn jemand mit einer Frau liegt und diese Frau ist eine Magd oder eine Sklavin, solche Frauen haben einen besonderen Status in der Tora, dass wenn sie mit jemand anderem sündigen durch eine unzulässige Beziehung zu einer verheirateten Person, normalerweise, wenn so etwas mit einer Frau passiert,
die Frau und der Mann, die die Sünde mit ihr getan hat, sie bekommen die Strafe des Todes. Aber im Fall einer Sklavin, wenn jemand mit ihr schläft und eine Sünde tut, es gibt keine Bestrafung. Der Mann muss nur einen Schuldopfer bringen. Korban Asham heißt es auf Hebräisch. Einen Schuldopfer bringt man, wenn man schuldig ist, wie in diesem Fall. Okay, Vers 21. Vevit Ashamol Adonai el Petach Oel Moed El Asham. Und er wird sein Schuldopfer zum Eingang des Tempels bringen. Es soll ein Widder sein, das er als Opfer bringt. Vechiper alav haKohen be'el Asham lifnei Adonai al chatato asher chata venislach lo mechatato asher chata. Vers 22. Mit diesem Opfer wird der Kohen, der Priester, für diesen Mann, der jetzt eine Sünde gemacht hat, bei Gott Sühne bewirken. Und durch dieses Opfer wird Gott ihm seine Sünden vergeben. Okay, jetzt kommen noch weitere Gesetze, die mit Bäumen zu tun haben. Vers 23.